Es gibt dieses Jahr jede Menge zu drucken und natürlich braucht man dafür auch ein paar coole Ideen. Und wenn du wissen willst, was ich momentan so drucke und was für coole Ideen so im Internet zu finden sind, dann bleib dran. Gut und grüß Sie wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal ein paar coole Druckideen für das Jahr 2022 an. Bevor wir damit aber beginnen, habe ich noch eine kleine Bitte. 74% meiner Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert und es würde mir echt wirklich sehr weiterhelfen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Wie gesagt, es entstehen euch dadurch keine Kosten. Wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu Patreon. Dort gibt es unterschiedliche Mitgliedschaften. Schaut es euch mal an, wenn es euch interessiert, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dort entsprechend Mitglied werdet. Damit genug gesagt, fangen wir mal mit den Druckobjekten an. Und ich fange wirklich ganz vorne an. Ihr bekommt ein neues Filament und müsst natürlich irgendwie rausfinden, wie ihr das Ganze drucken könnt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kennen wir den altbekannten Calibration Cube. Ja? Der lässt sich natürlich super einfach, super schnell und super filamentsparend drucken. Wer jetzt nochmal entsprechend testen möchte, bei welchen Temperaturen er das Filament drucken kann oder mit welchen Lüftereinstellungen, damit das Fridging entsprechend funktioniert, kann natürlich auf so einen Temp Tower zurückgreifen. Übrigens, wer nicht verpassen will, was das für ein Filament ist und die Review darüber nicht verpassen will, der abonniert den Kanal. Da gibt es nämlich auch demnächst noch ein Video zu. Und dann gibt es natürlich noch ein paar fancy Sachen, die ihr euch auch ins Regal stellen könnt, die ganz cool aussehen. Und mittlerweile quillt mein Regal damit über. Das ist unsere eigene Figur, der Makobot. Ja, ich mache gleich nochmal ein paar Nahaufnahmen rein. Das ist ein Testobjekt, das ist unser Maskottchen, den ich als Testobjekt erstmal als 2D-Zeichnung und dann als 3D-Objekt entsprechend habe designen lassen. Ich selbst komme damit jetzt noch nicht so klar, mit dem Modeling entsprechend, mit dem Design von 3D, mit dem Industriedesign komme ich schon ganz klar, aber da brauche ich noch ein paar Stunden. Ist auf jeden Fall ein cooles Objekt, habe ich jetzt schon zigfach gedruckt, wie gesagt, hier für jedes Filament, was ich hier so in der Box mache, da habe ich so ein Ding gedruckt, damit ich ungefähr weiß, wie das sich drucken lässt. Ist einfach zu drucken, dauert so ungefähr 1 bis 3 Stunden, je nachdem wie schnell ihr das Ganze drucken wollt und wie ihr es einstellt. Ist auf jeden Fall ein super Objekt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es eins von meinen ganz alten Favoriten. Und zwar, wenn ihr einen Raspberry Pi habt, gibt es diesen wunderschönen, wie ich finde, Pac-Man. Der funktioniert in der Version nur für den Pi 3. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine 4er Version davon. Ich weiß es nicht ganz genau. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Die Augen sind separat gedruckt und werden dann einfach reingeklebt. Und wie ihr sehen könnt, dort ist der Raspberry Pi drin. An die SD-Karte kommt man relativ einfach dran. Nicht so einfach ist es bei anderen Modellen, die ich gesehen habe. Aber das hier ist sozusagen mein TV-Pi, ja, wo ich dann entsprechend die entsprechende Software drauflaufen habe. Sieht echt cool aus und ist immer ein Hingucker und ist echt genial. Bleiben wir gleich beim Thema Pi. Da gibt es natürlich noch zwei andere Gehäuse, die ich wirklich massiv nutze. Und es ist zum einen das hier, das ist der, ich glaube, E-Studio E-Tower. Ja, der ist für einen Pi mit einem IC-Tower gedacht, dass man dort entsprechend dieses Teil hier komplett aufschraubt. Funktioniert wie eine 1, der Lüfter ist echt leise, da hinten läuft gerade die Ampelnote damit und der Prusser da läuft da hinten auch damit. Auf der Rückseite kommt natürlich dann eine Platte drauf und dann ist das ganze Teil entsprechend zu. Da gibt es natürlich unterschiedliche Adapterplatten hier für den Pi 3 und für den Pi 4, damit das vorne entsprechend und auch an der Seite von den Anschlüssen her passt. Kostet im Download 10 Euro, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist aber, finde ich, jeden Euro wert. Und danke nochmal Sven, dass du mich auf das Teil aufmerksam gemacht hast, weil ich finde das Design echt genial. Das dritte Design für einen Pi ist, wie ihr sehen könnt, mit einem Display. Und das halte ich hier hinten entsprechend mit solchen zwei Griffen. Normalerweise gehört da nochmal eine Abdeckung drauf.
Die passt jetzt aber nur auf den Pi 3. Da werde ich vielleicht demnächst nochmal eine für den Pi 4 entwickeln, der jetzt hier drauf montiert ist. Ich will das Ding nämlich als, naja, ich sag mal Monitor für die ganzen Drucker entsprechend irgendwo hinstellen, dass ich die immer im Blick habe und irgendwie über Mainsail entsprechend alle Drucker anstoßen kann. Ob das so richtig funktioniert, wie ich mir es vorstelle, weiß ich noch nicht ganz genau, aber das wird irgendwie, denke ich mal, am Schluss funktionieren. Ist auf jeden Fall auch cool. Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr euch überlegen, wie ihr eure Batterien ordentlich aufbewahren könnt, dann habe ich hier ein Thing für euch, was euch das Herz höher schlagen lässt. Nämlich solch einen Battery Dispenser. Da schmeißt man oben die Batterien rein und kann sie unten entsprechend entnehmen. Ist ein ganz einfaches Design. Ihr seht, hier habe ich nochmal entsprechend die Aufschrift gedruckt. Muss man nicht unbedingt, die habe ich schon wieder weggelassen, bei allen anderen auch. Die Teile kann man natürlich auch stapeln. Ist nicht ganz so intuitiv, finde ich jetzt entsprechend, weil es hin und her rutschen kann und dann natürlich auch ein bisschen wackelig ist. Aber ich finde, das Teil ist wirklich genial. Man kann es auch an die Wand hängen, weil es im Schrank keinen Platz hat. Und gedruckt ist es wirklich ganz einfach. Wirklich so 2 bis 3 Stunden braucht man dafür. Einmal die normale Front und dann das Innenteil. Und dann schiebt man das Innenteil einfach hier rein, rastet das hier unten ein. Na. Und hier oben sind 2 Haken, in die man das Ganze einrasten kann. Klar, man kann das Ganze nochmal gerne entsprechend mit Playglue, den Link dazu zum Playglue packe ich euch hier oben hin und natürlich auch unten in die Videobeschreibung, kann man das Ganze natürlich noch verkleben, damit es noch stabiler wird. Ist aber auf jeden Fall bei uns ein Daily Driver, haben wir mehrfach im Schrank stehen und haben da alle möglichen Sorten von Batterien drin. AAA, AA und C Batterien. Das ist also wirklich ein Teil, was man auf jeden Fall gebrauchen könnte. Habt ihr genauso viele Stifte wie ich? Wenn ja, dann ist das nächste Thing wirklich für euch Gold wert, nämlich so ein Stiftehalter. Diesen hier habe ich damals selbst designt in Fusion 360 als Thing of the Month, entsprechend für die Filamentprobenbox. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung und natürlich gibt es auf Thingiverse zig verschiedene andere Varianten. Ich packe euch auch da mal ein paar Links unten in die Videobeschreibung. Gedruckt sind die relativ schnell, 1 bis 2 Stunden circa, je nachdem wie die Wandstärke ist. Den hier habe ich im Vase-Mode gedruckt, also im Vasenmodus, wo wirklich nur eine Wand entsprechend da ist. Und das reicht auch vollkommen aus, weil diese Propeller, diese Finnen hier machen wirklich schon einiges aus an der Stabilität. Und selbst der Boden hat nur einen Layer. Das spart einfach Zeit und das Ding hält schon seit Jahren. Das nächste Thing ist für die Autofahrer unter euch. Und ich hatte damals für den ID3, weil ich persönlich einen ID3 fahre und ich weiß, es fahren auch in der Community ein paar ID3, hatte ich diese Storage Box entwickelt. Dort kann man, wie jetzt ich hier, entsprechend ein paar Masken reinpacken. Die ist magnetisch verschließbar, wie man hier hören kann. Das Scharnier ist eine Büroklammer, ist also wirklich low cost entsprechend. Und diese gibt es natürlich auch in allen möglichen Variationen auf Thingiverse. Ich packe euch ein paar Links unten in die Videobeschreibung. Gedruckt ist es dieses Teil hier innerhalb von 5 bis 6 Stunden. Kann man natürlich in 2 Teilen drucken. Einmal das Top und einmal den Body. Und dann braucht man natürlich nur noch eine Büroklammer und ein paar Magnete, damit das Ganze ordentlich zusammengebaut werden kann. In der Kreativ- und IT-Branche ist es eigentlich üblich, dass man seinen Laptop, so wie ich jetzt hier geschlossen, irgendwo auf den Schreibtisch stellt, Monitor dran, Tastatur dran, Maus dran und dann einfach losarbeitet, weil diesen Monitor und die Tastatur, die hier drin ist, die braucht man meistens dann nicht. Es ist angenehmer, mit einer externen Tastatur und Maus zu arbeiten. Und damit der Laptop nicht einfach so plump auf dem Schreibtisch rumliegt und jede Menge Platz verbraucht, stellt man den meistens dann so hin. Da gibt es jede Menge Anbieter für solche Laptop-Ständer im Internet, bei Apple, was weiß ich wo. Und die kosten meistens ein Schweinegeld. Und ich habe mir gedacht gehabt, hey, ich habe einen 3D-Drucker, also drucke ich mir so ein Ding. Und siehe da, das Teil ist jetzt auch schon 3-4 Jahre alt. Das ist wirklich ganz günstig gedruckt, kostet wahrscheinlich irgendwas um 1 Euro oder 2 von den Materialkosten her und von den Stromkosten her. Dauert ungefähr 4 Stunden von der Druckzeit her mit 10% Infill. Und hat auch mehrere Umzüge überlebt, auch wenn es nicht mehr so schön aussieht mittlerweile und ich mir überlege, vielleicht mal einen neuen zu drucken. Aber ist natürlich ein Bruchteil von den Kosten, die man normalerweise für diese Laptop-Ständer entsprechend ausgibt. Von daher mit eins der Dinge, die man unbedingt im Büro braucht.
Solltet ihr jetzt euren Laptop nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Zocken benutzen, dann habe ich was für euch, was eine günstige Alternative zum Stream Deck ist. Nämlich so ein Makro-Pad hier, was die Tasten F13 bis F24 abbildet. Und ich hatte mir damals überlegt, ob ich so ein Teil drucken sollte und habe mich dann fürs Stream Deck entschieden. Und dann kam Michi jetzt letztens um die Ecke, aka Theo, und hat mir dieses Teil in die Hand gedrückt. Und vielen, vielen lieben Dank, Michi. Ich habe mittlerweile den Arduino ausgetauscht und bin gerade dabei, das Ganze neu zu verkabeln. Die Switches habe ich auch ausgetauscht, weil ich die MX Blue nicht so schön fand. Ich habe es hierfür entsprechend Glorious Pandas eingebaut. Die sind ein bisschen leiser. Und ich werde natürlich innen drin das Gehäuse nochmal mit ein wenig Schaumstoff dämmen, damit das Ganze noch ein bisschen leiser wird und noch angenehmer vom Sound her wird. Aber ich finde, soweit ist das Ganze schon mal ganz cool. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist natürlich eine sehr günstige Alternative zum Stream Deck. Gerade in den aktuellen Zeiten, wo das Teil vielleicht nicht lieferbar ist oder vielleicht teurer wird, als ihr es euch leisten könnt. Das hier ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Die Funktionstasten müsst ihr dann einfach nur in eurem Programm richtig belegen und schon kann die Party losgehen. Ich hoffe, euch haben die Druckideen für 2022 gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr mir wirklich einen Gefallen tun wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung. Da ist, wie gesagt, ein Link zu Kickstarter, zu PlayClue. Das ist eine Kickstarter-Kampagne, die wir entsprechend gestartet haben. Dort gibt es einen Kleber, der PLA, ABS und ASA kleben kann. Mit dem habe ich solche Figuren wie den Baby Yoda oder aber auch den Iron Man geklebt und auch viele andere Sachen. In diesem Sinne, vielen Dank für euren Support. Hodl the Line, happy printing. Ciao.